Und egal wie jung oder alt du bist, du wirst irgendwann im Leben merken, Selbstwert kannst du dir nur selber geben. Und für Selbstwert musst du nichts tun. Was macht einen Menschen wertvoll? Stell dir vor, du hast ein kleines 5-6-jähriges Kind. Vielleicht hast du auch schon eins und es fragt, Mama, Papa, wann bin ich wertvoll? Du bist wertvoll, weil du Leben bist. Du hast nicht ein Leben, du bist Leben. Und das Leben an sich ist das Wertvollste, was es gibt. Und wenn du das verstehst und in deinem Unterbewusstsein verankerst, dann hast du auch sofort das Selbstwert- und Selbstliebe-Thema geknackt. Du musst nämlich überhaupt nichts tun. Kein Tun der Welt kann dir einen Selbstwert geben. Geh mal an den Zeitpunkt deiner Geburt zurück oder an den Zeitpunkt der Geburt deiner Kinder. In dem Moment ging es null um Leistung oder ob du ein 1,0 Abitur schaffst oder was du alles Großartiges aus deinem Leben machen musst oder was du aufbauen musst. In diesem Moment ging es nur um eins, ums Leben und um Liebe. Weil das Leben an sich ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Und im Leben die Liebe. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Pflicht ohne Liebe macht depressiv. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Und Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ist ohne Liebe kleinlich. Wissen ist ohne Liebe rechthaberisch. Macht ist ohne Liebe gewalttätig. Ehre ist ohne Liebe hochmütig. Besitz ist ohne Liebe Geiz. Glaube ist ohne Liebe Fanatismus. Erfolg ist ohne Liebe leer. Im Grunde genommen kannst du das alles in einem Satz zusammenfassen. Ein Mensch ohne Liebe ist eine Maschine. Und das mag ein paar Jahre lang gut gehen. Doch irgendwann merkst du eins, ohne Liebe schneidest du dir die wichtigste Energiequelle in deinem Leben ab. Weil die Liebe ist dein stärkster Antriebsmotor, den du hast, der stärkste Antriebsmotor auf deiner Welt. Deswegen, was auch immer du machst, wenn die Liebe etwas bewegen will, kann sie Monate nicht schlafen, dann holt sie unglaubliche Leistungen aus einem Menschen heraus. Man kann es eigentlich gar nicht tun, doch mit der Liebe als Treibstoff, als Benzin, ist es auf einmal möglich. Und die Liebe liebt es, dich anzutreiben.